Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone. Mein Name ist Scrawl und wir spielen heute noch eine Runde Jeep Mage im Ranked. Wir haben in der letzten Folge einen Sieg und einen Verlust gemacht, den müssen wir jetzt wieder rausholen. Wir wollen ja Stufe 16 werden. Stufe 16 ist wichtig. Das stärkt das Rückgrat. Nein, Stufe 16 ist halt einfach relativ gut, das würde ich gerne wieder erreichen. Jo, mal gucken gegen Garrosh. Zinkomania. Oh, was ist das für eine schöne Hand hier? Oh, okay, die zwei will ich erstmal weg haben hier, wenn ich ehrlich bin. Und ein Mana-Würm wäre jetzt geil. Nein. Ja, das ist auch ganz okay. Und ein Jeeves haben wir auch gleich in der Hand. Dass wir sofort hier unseren Juggler ausspielen. Die Frage ist jetzt, kann er eine Waffe spielen im zweiten Zug? Das ist die Frage, die mich beschäftigt gerade. Die Waffe könnte uns einen Knife-Juggler kosten, was ich natürlich nicht so geil finde. Wir werden es einfach mal probieren. Zack, Knife-Juggler raus. Ich tue es einfach, weil ich es kann. Wenn ich jetzt natürlich die Waffe spielt, ist der Knife-Juggler hinüber. Da müssen wir uns gar keine Gedanken drüber machen, dann ist er auf jeden Fall weg. Höchstwahrscheinlich hat der Warrior auch... Ah, es sieht aus. Komm, drückst du drauf. Komm, bitte drück drauf. Nein, nein. Oh, okay. Der gute Dinger hier. Also ich werde das jetzt so machen, ich werde den zuerst angreifen, weil er unserem Knife Jugger dann nichts mehr wirklich machen kann. Spiel dann das hier auf jeden Fall raus. Und beende dann meinen Zug, obwohl er könnte dann mit Blade Fury und so, könnte er den, mit Wind Fury, könnte, ach Quatsch, mit Wind Fury, wie heißt denn das nochmal? Whirlwind, Whirlwind könnte er unseren Knife Jugger wegmachen und jedem einen schaden. Aber ich riskiere es jetzt einfach mal. Weil was wollen wir denn mit vier Mirror Images draußen? Okay, er spielt ein 3-2, ist natürlich gut. Gut für ihn natürlich. Aber wir werden das jetzt trotzdem so machen, dass wir ihn silenzen. Und ihn jetzt hier rausspielen. Und weiter ins Face gehen. Einfach aus dem Grund, weil er mit ihm hier halt wirklich jetzt nichts mehr machen kann. Selbst wenn er stirbt, kriegt er keinen Nach. Kein Nachdingens und so. Oh. Da tradet er den ersten und den zweiten auch gleich hinterher. Jetzt haben wir sehr, sehr große Probleme, Freunde. Und zwar müssen wir den hier jetzt direkt rausspielen. Weil er wird jetzt im nächsten Zug wieder angreifen wieder. Und das wird dann hier uns erstmal unsere Verteidigung zunichte machen. Den Snowjugger spielen wir auch natürlich gleich raus. Das macht allen. Deal one damage to all minions. Das heißt also, wir werden hier reinhauen. Vorbereitung für die Waffe hier. Machen ihn jetzt hier, schlagen ihm weiter ins Gesicht, wie verrückt. Mal gucken, was er macht. Er greift also höchstwahrscheinlich mit seinem Frostbite an, tötet aber damit alles um sich rum. Außer unser Snowjugger und, ja. Außer den Snowjugger. Oh, er spielt eine Karte vor. Okay, er holt sich Armor. Wahrscheinlich gar nicht schlecht. Ja, damit stirbt also alles hier. Nein, er hat ein Execute. What? Damit haben wir natürlich nicht... Also ich habe damit jetzt erstmal gerade nicht gerechnet. Gar nicht so geil. Ja, wir müssen unseren Jeeves rausspielen. Der gibt uns jetzt eine gute Karte. Oh, ein Firebolt. Damit wäre seine Rüstung schon mal weg, aber das bringt uns noch nicht so arg viel. Jetzt ist die Frage, was hat der gute Warrior... Oh, ein Charge, ein 4-3er Charge. Das ist gar nicht geil. Jetzt würde er uns höchstwahrscheinlich nicht den Jeeves kaputt machen, sondern ins Face gehen. Doch, er macht den Jeeves kaputt. War das intelligent, mein Freund? Meinst du wirklich, das war intelligent? Da frage ich mich wirklich, ob das wirklich intelligent war. Ich frage mich auch, ob das gerade intelligent war, wenn ich ehrlich bin. Zack, 3 ins Gesicht. Wenn er jetzt einen Whirlwind natürlich auf der Hand hat, ist der natürlich auch gleich weg. Aber es hat ihm schon mal einen Mana gekostet. Oh, oder natürlich den guten Taskmaster. Ein Slugbelcher. Jetzt fährt er natürlich mit den krassen Karten auf und wir haben gerade nichts Gutes irgendwie auf der Hand. Wir müssen das jetzt leider gerade so machen und den Zug beenden. Ah, ich habe das Gefühl, ich hätte auf ihn hier gehen müssen, auf den Zweier. Das läuft gerade nicht wie geplant, ehrlich gesagt.
Wir haben keine Karten, die wir gerade raushauen können. Das ist nicht gut, meine Freunde, nicht gut. 8. Oh, sehr schön. Die können wir jetzt vielleicht gebrauchen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall Sachen machen. Und das wird jetzt sein, dass wir ihm Damage machen. Er kriegt dazu. Ihn machen wir weg. Ihn frieren wir ein und beenden unseren Zug. Er kann jetzt unseren Magier-Dingens da zwar wegmachen, aber das kostet ihn auch ein Viech. Höchstwahrscheinlich den rechten von beiden. Ah, shit. Der holt jetzt gerade echt alles raus hier. Kann natürlich mit allem angreifen. Oh, er macht sogar mit dem Thorn. Zieht wieder 3 Karten durch Battle Rage. Alter, das ist gar kein schlechtes Warrior-Deck, muss ich sagen. Vielleicht sollte ich auch mal wieder öfters mit dem Warrior spielen. So, Arcane Missiles. Oh, die sind natürlich jetzt sehr, sehr schön. Machen wir erstmal den weg, dann haben wir eine höhere Chance, ihn zu treffen hier. Oh gut, dass wir den treffen, das bringt uns nämlich gar nichts. Gut, dass wir die hier treffen, das bringt uns auch nichts. Und gut, dass wir... Ah, gut, okay, den haben wir jetzt nochmal getroffen. Den können wir jetzt im nächsten Zug wegtrainen. Hauen wir den raus, beenden unseren Zug. Er macht uns jetzt 1, 2, 3, 3 und 3 sind 6 und 3 sind 9 Schaden. Dann haben wir nur noch 9 HP. Das sieht gar nicht gut aus, Freunde. Das sieht nicht gut aus. Wieder verlieren wir die erste Runde. Das gefällt mir gar nicht gerade. Das gefällt mir ja nicht. Er geht natürlich komplett ins Face, ist ja auch logisch. Holt sich nochmal 5. Jetzt ist er wieder bei 28 HP. Ja, ja. Okay, er hat ihn doch weggemacht mit seinem letzten Viech. Holt sich noch mehr Rüstung. Alter, 10 zu, das können wir vergessen, das Spiel. Das können wir ganz und gar vergessen. Well played. Fuck. Das war nicht well played. Jetzt nochmal warten. So, well played. 33 sind 6. Wenn er jetzt noch 3, wenn er jetzt noch 4 Schaden auf der Hand hat, dann sind wir natürlich weg. Der kriegt jetzt natürlich auch Charge. Hat er noch irgendwas? Whirlwind. Holt sich natürlich noch mehr Rüstung. Das war sehr, sehr sinnvoll. Und damit hat er gewonnen. Well played. Wieder das erste Spiel der Runde verloren. Und unseren Sternchen von 17 weg. Jetzt müssen wir aber doch mal nochmal hier Gas geben. Dafür brauche ich jetzt mal ganz schnell einen Schluck. So. Jaina versus Illyria. Oh fuck. Oh fuck. Wir spielen zum ersten Mal gegen einen dieser neuen Champions, also einen dieser neuen Heroes. Das ist ja der absolute Hammer, hey. Da hat wohl jemand ein bisschen Geld springen lassen hier für den. Oh, sieht aber schon nice aus. Also das kann man schon sagen. Sieht echt gut aus, hey. Erstmal grüßen. Alter, mega nice. Wow. Obwohl das ein bisschen seltsam klang, gerade dieses Wanderer. Naja. Wir spielen zum ersten Mal gegen einen neuen Hero. Finde ich mega geil. Sehen wir endlich mal den Hero hier live. Alter, das sieht doch cooler aus, wenn der seinen Pfeil abschießt. Ehrlich gesagt. Also ich finde es um einiges nicer. Wir hauen den hier gleich mal hinterher. Ja, wir könnten jetzt theoretisch gleich ein Ding rausspielen. Das wollen wir jetzt erstmal aber nicht. Ich habe aber gerade Sorgen, dass er jetzt vielleicht ein... Wie heißt das nochmal? Ein Lass die Hunde loslaufen. Raushaut. Kostet, glaube ich, 3 Mana. Wäre natürlich sehr zum Vorteil von ihm. Aber so wie es aussieht, hat er sowas noch nicht auf der Hand. Das ist natürlich sehr, sehr gut für uns. Wir hauen jetzt mal hier unseren Appelmann raus. Hey, Appelmann, was geht? Ziehen einen Jeeves und... Oh, lol. Nochmal einen Jeeves. Hauen ihm nochmal den Jaren ins Gesicht. Wenn er jetzt das nächste Mal, also wenn er jetzt immer noch nicht spielen kann, was ich aber kaum glaube, können wir ihm 6, 6, 7, 8, 8 und 3. What the fuck?
Okay, das ist natürlich krass. Jetzt gucken wir einfach mal, wie das hier trifft. Eins, zwei, drei. Ja, ist okay. Nochmal. Eins, zwei, drei. Ja, ist okay. Welch ist er? Der Jude. Oh, nee, warte mal. Das machen wir gar nicht. Wir hauen jetzt einen Jeeves raus. Und hauen ihm weiterhin ins Gesicht. Oh, so wie es aussieht, besiegen wir sogar im ersten Spiel gegen den neuen Hero. Den neuen Hero. Gegen, wie heißt sie nochmal? Aleria? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Oh, shit. Natürlich gut gewesen für ihn. Es ist nur noch unser Jeeves übrig geblieben. Aber den buffen wir jetzt bis zum geht nicht mehr. Ne, wir werden ihn jetzt nächste Runde wahrscheinlich so oder so gewonnen haben, wenn er jetzt nicht gleich irgendwas hat. Um sich zu heilen. Sehr nice, ja. Ja, da hat sich die Folge doch mal gelohnt, Freunde, oder? Hier erstmal das Zebra noch rausholen. Oh, jetzt hat er natürlich die Hunde draußen, oder? Noch eine Hyäne. Hat er jetzt trotzdem die Hunde? Nee, den Bloodfin Raptor. Okay. Und damit sagen wir dann well played. Hauen das hier raus. Ach nee, komm. Wir machen das. Ab. Hörst du auf? So. Eins. Und drei. Und. Warte schon, wir haben sie zum ersten Mal besiegt und. Ach, Alter, wie die schreien. Als ob sie gerade aufgespießt werden würde. Richtig nice. Cool, jetzt haben wir also zum allerersten Mal gegen die neuen Heroes gespielt. Und wie ihr seht, habe ich hier noch ein Cardpack. Das habe ich jetzt in der letzten Folge vergessen aufzumachen. Das ist das Cardpack von der Quest, die wir hatten. Mal gucken, was drin ist. Vielleicht was Schönes. Wäre natürlich geil. Rare, ja, okay. Oh, Epic. Der Molten Giant, jawohl. Sehr schön. Endlich haben wir mal einen Giant mehr. Ich glaube, den hatten wir auch noch nicht. Aber wir gucken mal, wie viele Karten wir davon hatten. Wir hatten genau eine Karte. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Das heißt, unsere Sammlung hat sich wieder erweitert um vier neue Karten. Oh, halt. Die wollte ich jetzt gar nicht. Hier einmal um Misdirection. Die haben wir jetzt zweimal. Das finde ich sehr, sehr schön. Einmal um den Circle of Healing haben wir jetzt auch zweimal. Ich wusste gar nicht, dass wir den noch einmal haben. Und hier haben wir gekriegt, hier einmal, einmal den Acolyte of Pain. Den hatten wir noch gar nicht angeblich. Und nicht zu vergessen, den guten, der ist ganz hinten, so wie ich weiß. Ja, da ist er, der Molten Giant. Natürlich auch geil. Ja, das war's also mit einer neuen Folge Let's Play Hearthstone. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst natürlich den Daumen nach oben da. Schreibt was Schönes in die Kommentare. Und vergesst natürlich nicht zu abonnieren. Dann kriegt ihr immer wieder neue Folgen jeden Tag Hearthstone. Und sonst der Rest steht in der Info von meinem Kanal. Guckt einfach mal vorbei. Bis die Tage dann. Mein Name ist Scrawl. Tschüss.